Gut, Gut, dann alle Mann in die Segel. ja, nach ungefähr einer Stunde, also ihr macht dann natürlich wieder 4 Stunden Pause, er von da aus kann sich ein bisschen ausruhen, beziehungsweise ja, dann kann er Steuer übernehmen. Nach einer Stunde des neuen Tages könnt Könnt ihr ihr... Segel am Horizont erkennen. Eine Frage, damit ich das alles richtig habe. Es ist ja 20:04 Uhr, ne? Der 21., 7 Uhr morgens. 21. Positiv, wir haben am 20. angefangen und sind den ganzen Tag gesegelt. Am 20. angefangen. Segel am Horizont. Part halten, an das Vorderdeck gehen und erstmal angestrengt das Auge zusammenkneifen. Sieht man irgendwas, was verwertbar ist? Sinnschärfeprobe erschwert um 10. Kann Rodrigo in den Ausguck klettern, um von da Kannst oben du. zu gucken? Kannst Also du, versuche ich kannst da du. hochzuklettern zuerst? Mal schauen, ob ich stürze. Gerade so nicht. Zum kann man keine Nacht. Und dann mit Rodrigo von da oben schauen. Wie erschwert das? Ich bin taub. Ich Auch von bin da taub oben? und blind. Von Und um ich 9. Du bist nach leide. oben geklettert, dann um 9. Ja, Segel. Es handelt sich dabei wohl um. Ja, genau, kannst du es nicht ausmachen. Eine Galeere? Zumindest hat das Ding Ruder. Da ist nur 7. Wegen Entrückung. Ach, das Mirakel plus auf 7, schau. Macht Sinn für eine Ferdi. Oh, unser Retter! Der Oberhammer. Ja, Prindigian hat sich wohl ziemlich verbessert, hat sich gut ausgeschlafen während seiner Abwesenheit. Er kann ja sowieso nur im Weg rumstehen. Gerade schwingt so ein Tau an dir vorbei mit einer Rolle dran, Metallrolle. Du hältst sie einfach auf. Nicht, dass sie schon wieder gegen den Kopf gegenschlägt. Du hast mittlerweile ein bisschen gelernt. Du kannst tatsächlich erkennen, dass es sich nicht dabei nur um ein Segel handelt, sondern in einiger Entfernung kannst du eins links, eins rechts, noch eins sehen. Es handelt sich dabei wohl um drei, nicht Galeeren, sondern Biremen. Ja, und was kann Ja. man was erkennen? Segel, Farbe zum Heraldik. Beispiel. Oh, das habe ich glaube ich nicht. Warte, ich guck mal, ist das Nein. Gesellschaft oder Das Wissen? ist Wissen. Kann einer von euch was sehen? Ja, drei Schiffe sind die ja immer noch ein bisschen groggy, dicken Also Augenringen. die Segelfarbe, das ist das eigentliche Problem. Wenn sie weiß wären, könnte man sie gut über der blutigen See sehen. Dadurch, dass sie allerdings blutrot sind und ein merkwürdiges schwarzes Symbol auf ihrem, ja, in der Mitte tragen, konnte man sie unter dem Horizont nicht so gut erkennen. Haben Sie irgendwelche Fahnen gehisst oder was seht ihr denn? Also kann ich auf irgendwas ableiten, Herr Reidig, oder sowas? Kannst du es mir beschreiben? Ja, dann müsste ich aber wissen, was ich sehe. Eine schwarze Dornenrose. Ja, ist ja eine schwarze Rose mit Dornen. Kann man darauf heraldieren? Kann man darauf vielleicht sich erinnern? Ist es vielleicht irgendwie der altbekannte Mann, den wir schon mal getroffen haben, der unseren Pferd mal zurückgebracht hat? Damals, auf der Seata von Beilung. Randiere mal, denkt den Erschwernis aus. Der hatte auch eine rote Segel gehabt, aber ich weiß nicht mehr, ob der was mit Rosen drauf hatte. Ziemlich groß die Schiffe. Ich glaube, ich sehe zwei Reihen Ruder. Jalan, die Wappen sind neu. Das könnte ehemals Aranien sein, aber dadurch, dass es blutrote Segel sind und schwarze Dornrose, das ist Oron. Das Oronische Reich. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, was könnte Oran sein. Ich will denen nicht begegnen. Ich will generell niemandem begegnen, der mit 3 Galeeren gleichzeitig hier lang fährt. Ja, es ist weniger Farn, es ist mehr sowas wie eine Sperre. Das Wie heißt, stimmt? ihr könnt von, ja, je nachdem, wie ihr jetzt segelt, könntet ihr direkt in den maraskanischen Sturm auf die rechte Seite reinsegeln oder ja, ihr kommt direkt an sowas wie einer Sperre dann vorbei. Das ist natürlich einiges an Meilen in Entfernung, die auch, also ihr zu den Schiffen und die zueinander.
Aber ihr seid euch sehr sicher, wenn die euch gesehen haben, mit eurem weißen Segel aufgezogen, ihr seid zwar noch ein bisschen kleiner, aber die haben sicherlich hochwirksames Karten, also sowas wie Fernrohr oder sowas dabei, die werden euch sehen und die werden euch abfangen. Wie steht der Wind? Und würfel mal ein W4. Ist das ein D4? Ich glaube, das ist ein D4. Dann steht er nach Westen, von Westen nach Osten. Also ihr könntet Ah. jetzt mit vollem Segel in den Sturm reinsegeln von Maraskan. Ja, ich trommel mal kurz die Leute zusammen, also die wichtigen. Also Ja, meine. Rodrigo wird dann irgendwie einige Handwerksarbeiten hier oben machen. Also ja, aber nicht wirklich jetzt sozusagen so tun, als wenn er zur Mannschaft gehört, die da oben auf dem Achterdeck zu suchen hat. Pascha. Was ist denn mit Rodrigo? Ich weiß nicht. Ich geh mal hin. Ist alles in Ordnung? Ja, schnapp dich. Wir müssen eben. Das hat doch. Naja, und Rodrigo, weißt du, der Neue, der wurde von Tütlinde, von einer Hexe, wurde der unfruchtbar gemacht. Einfach so hat sie den verflucht. Ganz schön krasses Zeug, sag ich dir. Du solltest niemals mit einer Kapitän. Hexe dich anlegen. Das sind echt gefährliche Dinge. Ja, und diese weiße Frau, von der ich dir eben erzählt habe, die hat sich bei Rifter richtig unbeliebt gemacht. Und diese Ludilla aus dem Waldhaus, die arbeitet wie ein Ackergaul, sag ich dir. Na, das ist klar. Ja. Rodrigo, hier die Schnur. Bend das Ja, mal an. ich komme. Man schaut mal so, ja, Osha, hat Wie der soll unser Kapitän mich Jahr gerade lang? gerufen oder was ist hier los? Ich habe nichts gehört. Uns alle, dich auch, komm. Ja, okay, ich komme. Was ist mein Kapitän von mir? Rodrigo, was will denn der Kapitän von dir? Das weiß ich doch nicht. Das wird er mir gleich bestimmt sagen. Besprechung? Ich bringe ihn später zurück. Man zuckt mal so mit den Schultern, ganz unschuldig, und hofft, dass man gleich mit einer guten Ausrede zurückkommt. Ja, überleg dir was. Genau. Wenn man so Ich nach da oben sammle geht. die anderen dann Ja. eher symbolisch als zweckmäßig um die Karte. Sorry, um die Um die Karte Karte herum. Jalan. Pass auf, die Sache ist, schickt mich jetzt irgendwie weg. Ich gebe mich jetzt als normaler Seefahrer aus. Ich werde für euch das Ohr in der Mannschaft sein, genauso wie Roscha auch. Roscha, wir beide sind nur ganz normale Mitglieder der Mannschaft. Schicke uns mal jetzt irgendwie lautstark hier weg, von wegen, dass irgendwie, dass wir jetzt irgendwas, von wegen, dass die Küche aussieht wie ein Schweinestall oder so. Schrei uns an, los. Aber auch Ich weiß dann nicht, weißt du ob mir doch, Schrei dass uns jetzt an. ich weiß nicht, ob mir das Schrei gefallen uns hat. jetzt an, verdammt. Immer. Seid ihr jetzt Söldner oder Seefahrer? Ich bin so eine Mischung, Art. Ich muss auch kämpfen. Bla bla. Los. Gut. Und du weißt, dass Rodrigo, seht Ufdan zu, uns dass eure. gesehen hat im Kontor? Er weiß, dass wir dazugehören? Fresse halten. Rodrigo, seht zu, dass eure Ausrüstung blank ist. Vielleicht brauchen wir sie bald. Und seht zu, dass die Söldner alle wach und beisammen sind. Los! Jawohl, Captain, jawohl. Man zieht Washer leicht mit. Und schon beim Davonlaufen sagt man sich, entschuldige Schatz, aber es muss jetzt richtig regnen. Ja, Rodrigo, du Rodrigo, weißt, dass dieser. du läufst übers Deck und kannst über dir noch hören, wie Helmer Hakenhahn wohl gerade mit Tjolme spricht. Hast du gehört, wie der Kapitän mit uns spricht? Wie er uns abwertend wegschickt. Siehst du, Rodrigo ist einer von uns. Dann Kannst ihn guckt nicht er mehr hören. zu Helmer, nickt ihm mal zu. Ah, ich muss mal schnell in die Kombüse. Der Kapitän ist ziemlich unzufrieden mit mir. Ja, und verschwindet unter Deck. Richtung, ja, wo auch immer wir unsere Kombüsenteile eingerichtet haben. Und sagt dann Joscha, entschuldige, aber wir müssen das Ganze jetzt richtig aufziehen. Ansonsten haben wir keine Chance, dahinter zu kommen, ob der Mann falsch spielt oder nicht. Rodrigo, du weißt, dass dieser Ugdan uns gefährlich werden könnte. Er war in unserem Kontor, er hat gesehen, dass wir dort die Hochzeit in Rajabrunn veranstaltet haben. Und ganz ehrlich, dich findet er auch nicht gerade besonders nett. Das Und ist du in ihn auch Ordnung. nicht. Und Das ist wenn in er dich Ordnung. auffliegen lässt, dann stehen wir noch dümmer da. Also warum diese Scharade hier spielen? Wir waren vielleicht zufälligerweise im Kontor und ja. Natürlich, ganz zufällig haben wir dort unsere Feier geplant. Als er reinkam, waren wir gerade dabei, alles einzurichten. Und er hat mitbekommen, wie wir miteinander sprechen. Ich sag dir nur, dieser Mann kann uns gefährlich werden. Entweder ihn beeinflusst du auch, oder wir lassen es gleich sein mit dieser Scharade. Sonst stehen wir nämlich richtig unglaubwürdig da. Wir ziehen die Scharade jetzt mal weiter durch. Ansonsten steht nämlich irgendwann der Kapitän dort und weiß nicht, warum die Mannschaft meutert. Das kann ich nicht zulassen. Yalan, Ephadaios, Brindigian. Gut, Rodrigo möchte sich ja scheinbar nicht beteiligen.
Brindisian, weil ihr so gut erkennen konntet, befindet sich da vorne scheinbar eine Seeblockade. Und ich möchte ungern abgefangen werden, denn wir haben weder Papiere noch sonst irgendwas. Weiß nicht unbedingt, ob die sich bestechen lassen. Außerdem steht der Wind nicht zu, dass ich gegen drei geruderte Galeeren oder Biremen durchbrechen möchte. Hat also jemand eine bessere Idee, als nach Westen abzudrehen und Maraskan anzusteuern? Brindijan lässt meinen Blick nach Westen, Osten ist es, schweifen, wo wahrscheinlich eine graue Wand ist von dem Sturm von Maraskan, und guckt dann mal hochgezogenen Augenbraue zurück zu Yalan. Willst du da wirklich wieder reinsegeln? Wir sind doch gerade erst rausgekommen. Ausgezeichnete Idee, Kapitän. Was meint ihr nicht, Magister? Ich meine, schaut euch die Wolkenwand an. Es ist doch... Also wenn Herr Effert hier nicht im Wasser leben würde, dann würde er da oben in diesen Wolken leben. Ich meine, da werden sie uns nicht entfolgen. Sag mal, Yalan, können wir nicht irgendwie mit den Flaggensignale aufnehmen? Also, wir können denen doch sicherlich begreiflich machen, wer wir sind, und naja, wenn sie uns beschießen, dann können wir immer noch abdrehen, oder? Sie rudern, das heißt, wenn sie uns beschießen, sind sie vermutlich schneller als wir. Vor allem, da der Wind westwärts steht und uns direkt nach Oron rantreiben würde. Nee, von Oron weg auf Maraskan zu. Also weht der Wind ostwärts? Von West nach Ost. Okay, sorry, das ist eine wichtige Information. Das könnten wir. Ich weiß aber nicht, ob ich das will. Adios, Brindijan. Also ich traue mir zu, den Sturm da reinzusegeln. Sind wir denn schneller, als die rudern oder segeln können, wenn wir mit dem Wind segeln? Ich bin geneigt, es zu glauben, aber ich will es nicht unbedingt herausfinden. Und ich glaube, wenn ihr hier wirklich eine Seeblockade haben, wie ihr meintet, Brindijan, dann... Nun, dann werden sie sich ja hier nicht zu weit vom Fleck wegbewegen wollen. Das kommt noch dazu, aber wenn wir nur eine halbe Meile entfernt sind und sie dann anfangen, das Feuer zu öffnen, weiß ich nicht, wie schnell wir sie abschütteln können. Also, und wir haben keine Ruder, die wir rausfahren könnten. Aber ich habe jetzt nicht so genau aufgepasst. Sind denn die alle böse? Also, ich meine, das sind jetzt ja keine Piraten, die haben jetzt ja ein offizielles Siegel auf ihrem Schiff, wie auch immer man das nennt. Greift die einen einfach so an? Nicht einfach so. Vielleicht halten sie uns für Piraten, weil irgendjemand sich verplappert. Vielleicht ist der gute Inquisitor unter Deck auch nicht unbedingt darauf gestimmt, mit Piraten zu verhandeln. Denn nichts anderes als gemeine Piraten sind die, auch wenn sie meinen, sie hätten ein Siegel. Außerdem, aber das, also Myria, das war eben Myria, oder? Ja. Ich hoffe es doch, ansonsten haben wir hier einen blinden Passagier. Sollten wir sonst den Inquisitor nach unten bitten? Damit er nicht lügen muss oder so? Ich werde mit ihm reden. Haltet erstmal Kurs, aber lasst ein wenig Wind aus den Segeln nehmen. Myria, du weißt es ja, Magister, ihr wart da noch nicht dabei. Wir sind mal einem Schiff von Piraten, von torwalschen Piraten begegnet, und die hatten so getan, als wären sie schiffsbrüchig, um uns da ranzulocken. Ich meine, jeder kann auch so eine Flagge hissen wie die da drüben. Ich glaube, so wie die da stehen, sind die ganz offen darauf aus, jeden aufzuhalten. Was auch immer sie dann mit dem machen. Okay. Also ich scheue den Sturm nicht. Ich meine, wenn Herr Elfert uns den Wind schickt, dann sollten wir ihn doch Empfang nehmen. Brindijan reibt sich nochmal über seine Beule am Kopf. Also mir wäre es lieber, wenn wir den Sturm umfahren. Mit der Mannschaft? Sie zeigt nochmal auf die ganzen Leute, die da versuchen, irgendwelche Seile einzuwickeln. Den anderen Sturm habt ihr doch auch verschlafen. Das heißt, wir verschlafen? Ich hab... Was? Sturm? Das war leichte Brise. Ihr habt nicht mal mitbekommen, dass das ganz schön gefährlich war. Wie der Herr Ingerim uns lehrt, Eisen wird heiß geschmiedet. Brindijan wäre fast gestorben. Im Sturm lernen sie sicherlich mehr als auf ruhiger See. Ah. Ich finde es ja nicht gut, dass ihr hier den mittleren Bruder zitiert, aber das stimmt schon. Na gut, ich will mit dem Inquisitor reden. Reicht. Ja, du gehst in Richtung von Irognan Praiosano Kurito. Der begrüßt dich. Praios zum Gruß. Was kann ich für euch tun, Kapitän?
Was zum Großteil. Ich weiß nicht, ob ihr es bereits mitbekommen habt, aber wir steuern auf eine uronische Seeblockade zu. Das habe ich mitbekommen. Ich weiß nicht genau, ob die uns passieren lassen werden, ob die werden versuchen, uns Wegzoll abzudrücken oder ob sie versuchen werden, uns zu entern und zu durchsuchen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, mit denen zu verhandeln. Deswegen wollte ich vorher mit euch gesprochen haben. An Deck eines Schiffes gilt immer das Wort des Kapitäns. Ich kann euch natürlich Ratschläge geben, aber am Ende des Tages habt ihr das letzte Wort. Ich werde natürlich nicht lügen. Aber wenn ihr meint, dass es besser ist, dass ich mich unter Deck verziehe und nur im äußersten Notfall nach oben stürme, um sie in Richtung Niederhölle zu schicken, dann soll das so sein. So muss es leider sein, aber ich wäre froh, wenn ihr mir vielleicht den einen oder anderen Ratschlag geben könnt. Nun, die gefallenen Reiche mögen vieles sein, aber nicht jeder von ihnen ist ein Paktierer, sondern hört nur auf die Befehle eines Obrigen. Das gilt übrigens für viele. Das heißt, man muss sehr bestimmt abwiegen, wie man sich verhält. Nicht jeder ist von Natur aus böse, sondern folgt, wie gesagt, nur Befehlen. Sicherlich kann man mit ihnen verhandeln. Gut, dann werden wir wohl eben das versuchen. Ich fürchte, ich muss euch und eure Begleitung unter Deck bitten. Das habe ich mir gedacht. Wünscht uns Glück. Wir werden euch dann alsbald wieder herbeiholen lassen. Das Glück ruft nur der Feigling an. Viel Erfolg, Kapitän. Glück ruft nur der Feigling an. Na gut, Alphadaios? Ei, sollen wir Segel setzen gegen Sturm? Nein, ich denke, wir nehmen es erstmal mit denen auf. Wir segeln auf, sagen wir eine Meile heran und setzen Fahnen. Und je nachdem, wie sie antworten, können wir immer noch abdrehen. Schade, ich halte mich bereit abzudrehen. Gib mir das Signal. Ja, ich werde zusehen, dass die Söldner beisammen sind, falls die irgendwas Komisches versuchen. Okay. Sollen wir jetzt eigentlich irgendwas signalisieren? Noch nicht, lass uns erst ein wenig herankommen. Ja, 20 Minuten später habt ihr einiges an Schritt gut gemacht und fahrt direkt auf sie zu. Die Galeere bzw. die Pireme hat dann auch die Ruder eingetaucht und die ersten Flaggensignale beginnen. Man möge doch Kontakt miteinander aufnehmen und das, was sie euch dann symbolisieren, ist, ja, ihr solltet doch bitte neben ihnen anhalten. Gut, es wird dann zurücksignalisiert. Positiv, halten an. Ich nehme an, Rodrigo und ich sind wieder oben, richtig? Ja, nach so 5 bis 10 Minuten, wenn wir gerade merken, dass das Schiff auch wieder Fahrt aufnimmt, dann wird Rodrigo sagen, alles klar, ich glaube, wir können jetzt behaupten, dass wir die Küche so weit halbwegs sauber bekommen haben in 10 Minuten. Ach, keine Ahnung, ja. Ich spreche nochmal kurz die Söldner an. Wir werden an einem dieser Schiffe anlegen und mit denen verhandeln. Wer von euch ein Problem damit hat, geht jetzt bitte unter Deck und bleibt dort. Der Rest hält sich bereit, falls die irgendwas Komisches versuchen, zuzuschlagen. Verstanden? Ja, der Ritter nickt zu, Kapitän, und geht dann unter Deck. Jalan braucht hier irgendeine Unterstützung beim Verhandeln. Ihr kennt euch sicherlich mit den Gebräuchen hier vor Ort besser aus als ich. Es wäre gut, wenn ihr und Rodrigo beide mitkommen könntet. Rodrigo, naja, weiter als normaler Seemann hier reisen möchte, nicht so, aber ihr könnt ja immer noch, also du kannst befehlen, dass ich mitkomme. Nun, dann kommst du halt mit. Rodrigo war ja auch hier aus der Ecke, aber einer wird reichen, denke ich. Komm mal rüber zu Rodrigo, noch nicht überzeugt, was er da tut. Der scheint wieder Richtung Helmer Hakenhand so ein bisschen dir zu gehen und dich dort an der Reling aufzuhalten und dort seine Arbeit in der Nähe von Helmer Hakenhand einfach mal zu suchen. Aber ich sollte eben gerade als Matrose eben zu Werke. Ja. Ich halte mich an Jalan. Und Jalan hält sich am Vorderdeck. Perfekt. Ja, ihr geht dann längsseits der Bireme Moguli di Miona.
Eine Leiter wird dann über die Reling geworfen und ein Trupp von 5 Seesoldaten kommt an Bord. Die Anführerin kommt dann auch sehr direkt, nachdem sie sich etwas umgeblickt hat, von oben hinab an eure Lorcher. Und sie blickt sich um. Es ist eine Frau mit streng zurückgebundenen braunen Haaren, die sich dann als Yazira Sabah Yarifa vorstellt und nach dem Kapitän fragt, den sie dann als Jalan erkennt, da er seinen Hut trägt. Mhm. Grüße. Grüße. Ich muss euch sagen, dass ihr in dem Hoheitsgebiet des Oranischen Reiches segelt und nun, es freut mich, dass ihr euren Weg bis hierhin unbeschadet geschafft habt. Oh, manchmal ist die See gut zu uns und manchmal nicht. Eine Warnung, wenn ich darf. In den nächsten Gewässern, wir halten sie zwar sauber vor dem allgemeinen Pack, aber hier gibt es viele Piraten und daher ist die weitere Reise sehr gefährlich, möchte ich sagen. Ihr solltet euch also vor den xeranischen Piraten in Acht nehmen. Hab Dank für die Warnung, aber gerade das macht die weitere Reise ja auch besonders lukrativ. Eben das. Nur so ein kleines Schiff wie eures, höchstwahrscheinlich nicht bewaffnet, zumindest sehe ich keine offensichtliche Bewaffnung, außer den paar Streunern, die ihr hier versammelt habt, und den, sie rüft einmal die Nase, Seefahrern. Das kann sehr gefährlich werden. Aber wie gesagt, wir halten sie, soweit es in unserer Macht steht, von hier fern und daher habt ihr hier in unseren Gewässern, dem Hoheitsgebiet von Demiona, nicht allzu viel zu befürchten. Ihr versteht aber hoffentlich, dass unsere Arbeit nicht umsonst ist und dass eine sehr teure Angelegenheit ist, nicht wahr? Natürlich. Ein kleiner Beitrag zum Erhalt des Friedens in der blutigen See. Ausgezeichnet, dann verstehen wir uns. Da wir viele Leute hier versorgen müssen und die nicht umsonst arbeiten, würden wir euch doch gerne um 50 Dukaten erleichtern. Ihr versteht. Alles zu eurem Schutz. Sicher, meine Quartiermeisterin hier wird sich da mit euch drüber verständigen können. Ich würde gerne mal eine Menschenkenntnis würfeln, ob ich ihr das wirklich glaube, dass sie das, also dass sie da rein gewissens das alles sagt. Du kannst gerne eine Menschenkenntnisprobe machen. Ja. Ja, also, sie weiß, dass es hier wohl Piraten gibt und, naja, also, die Forderung, die sie hier stellt, die ist ja fast selbst piratisch. Eben. Ja, also, das ist eine einfache Schutzzoll. Nach dem Motto, okay, ihr solltet. Also sie führt die offiziellen Segel vom Oronischen Reich, die Schwarzrose. Also wenn, dann wäre es kein Pirat, sondern ein Freibeuter. Mhm. Aber sie meint das ernst. Also sie jagt hier nach Piraten. Ihr seht nicht so nach xeranischen Piraten aus. Von daher ist es ein einfaches Schutzgeld. Okay. 50 Dukaten, damit hier alle sicher von A nach B kommen. Wenn man das nicht bezahlt, du kannst dir ausmalen, was sie dann tut. Okay. Dann wird sie andere Seiten aufziehen, aber ja, sie sieht sowieso sehr streng aus. Ja, sehr zurückgebundene Haare. Du kannst auch eine Dornenpeitsche an ihrer Seite sehen, die dich etwas an die Peitsche von Ugdan erinnert, aber naja, mit Dornen versehen, das ist nochmal was anderes. Ja, möchte der Quartiermeister dann die 50 Dukaten von eurer Liste streichen? Bist du Pasche? Ich bin Quartiermeister? Nee. Jetzt auf einmal schon doch. Sie tippelt so ein bisschen mit ihrem Fuß hin und her. Natürlich, ich kümmere mich darum. Guck Jalan kurz an, geh dann zurück. Aber Verdaios hatte bei uns die Kasse oder Rundigo. Nee, Rodrigo hatte die. Und dann gehe ich mal zu Rodrigo. Drücke ihm einen, ziemlich dicken Schmatzer auf und flüster ihm dann zu. Du hast unser Geld. Wir brauchen 50 Dukaten. Ich hab dort die Gruppenkasse nicht genommen. Wer hat die denn? Liegt wahrscheinlich irgendwo unter Ephadaios Bett. Weiß ich doch nicht, Schatz. Weiß ich doch nicht, ehrlich nicht. Ja, ich hab nichts gemacht, ehrlich.
darüber reden wir noch. Ich so ein bisschen wegstoßen, dann runtergehen, so einfach da aufs Bett und weiß ich nicht, unter der Matratze gucken, klischeehaft, was auch immer, mal das Geld suchen. Ja, mich ein bisschen beeilen, weil oben steht ja alle und wartet zum Geld. Ja. Ja, der versucht sich gerade mit Kommentaren über das Wetter über Wasser zu halten. Ja. Ich suche. Finde ich sie denn oder nicht? Wirf mal eine Hauswirtschaftsprobe. What? Klar. Also ihr habt euch jetzt nicht irgendwie im Vorfeld drauf geeinigt, wo das ist und irgendwer wird das schon weggetan haben. Nee, Hauswirtschaft ist so geil. Ja, du kommst wieder nach oben mit leeren Händen, und Jalan kann erkennen, nachdem Wascha ihr so ein bisschen ihm ins Ohr flüstert, nach dem Motto, ich weiß nicht, wo das Geld ist, wie so eine kleine Zornesfalte auf der Stirn von Yazira Sawa Yarifa entsteht. Ich würde es anders machen, Boss, du hast jetzt beschrieben, ich würde es lieber anders machen. Ich würde gerne irgendwie an die Seite treten, ein bisschen Jalans Aufmerksamkeit ist also so, schau dich mal hier die, weiß ich nicht was an, wenn sie wegguckt und ich bin auf Antrag so, kass es weg. Sie schaut nicht weg, sie schaut... Verdammt! Du hast jetzt die volle Aufmerksamkeit. Gesagt, er lenkt sie ab. Na gut. Ja, ich hab gesagt, ich rede über das Wetter, nicht ich lenke sie ab. Ja, was Wetter ist ja. Egal. Dann, ja, wird sie so zornig. Bitte verzeiht, wir hatten gestern ein sehr großes Unwetter und da sind einige unserer Dinge verrutscht und da muss wohl auch unsere. Gar kein Problem. Soll ich euch suchen helfen? Sie klatscht da mal in die Hände und du kannst sehen, wie von der Bireme weitere 5 Seesoldaten nach unten steigen. Ich denke nicht, dass das nötig sein wird. Die Kasse wird in kurzer Zeit auftauchen. Genau. Ihr habt ja bereits festgestellt, dass das die Mannschaft ein wenig ungeübt ist. Und wie gesagt, dieser Sturm, der hat uns leider etwas überfordert. Ich wie sofort. Ja, dann wird Ephadaios aufgesucht und die Jan. Und dann werden die halt gefragt, wo uns zu gucken. Ja, würfel einfach mal Hauswirtschaft. Also Rodrigo ist oben, der kann gerade nicht helfen. Aber Brindigian ja und Ephadaios. Und die dürfen sich aber Gedanken machen, wo er sie zuletzt gesehen hat. Ja. Aber trotzdem das will ich sagen. Ach, wie gut das Brindigian gesteigert hat. Beziehungsweise das heißt gesteigert, also. Aber so viel Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen. Gut. Wascha, ich glaube, die Kasse lag hinter Ephadarios Bett, nicht drunter. Verdammt, ich habe nur keine Zeit. Ja, rennt schon weg und das Deck und schaut nochmal hinter dem Bett nach. Ja, vielleicht auch durch den Sturm oder sowas verrutscht, in so eine kleine Holzleiste zwischengeklemmt. Du bist froh, dass sie nicht, unten in der Bilge oder sowas liegt und, direkt von der blutigen See dann versenkt wurde. Du kannst noch so einen kleinen Algenfetzen wegnehmen, der sich da vielleicht von unten nach oben gearbeitet hat. Und da stehst dann mit einer dicken Geldbörse unten im Quartier. Inhalt ungefähr 250 Dukaten. Ja, ich kann leider nicht zählen, aber mir wird man auch gesagt haben, dass die was Goldmünzen sind. Und ich kann doch bis 10 zählen, hast du gesagt, ne? Mit dem Rechnen. Ja, mach doch mal eine Rechnenprobe. Wo ist denn das auf mein Wissen? Den Bock zum Gärtner machen. Hier, du bist jetzt die Zahlenmeisterin. Ja, dann. Ich wollte, dass sie mit der Frau feilscht, nicht, dass sie uns in die Scheiße reitet. Würfel mal 4W20. Erstmal darf ich doch selber noch auch mitzählen, oder? Nein! Du stehst oben neben der Kapitänin. So, ich dachte, wenn sie das übergibt, okay. Also du kannst gerne mit dem gesamten Beutel nach oben kommen, das ist auch okay. Das war nicht der Plan. Der Plan war, da Dukaten rauszuholen, immer bis 10 zu zählen und dann quasi 5x10 Dukaten. Ja, also du verzählst dich ein bisschen und dann irgendwann hast du ein paar Goldmünzen in der Hand. Weiß nicht genau, wie viel das ist. Wie gesagt, hast du dich irgendwie verzählt. Vielleicht sind es 50. Den Rest stecke ich zurück in meine Hose. Das nehme ich nämlich jetzt mit, dass man nicht da, wo es war, weil da kann es ja wieder finden, denkt man sich. Und nehme die 50 erstmal mit in der Hand. Also ich denke, das sind 50 und gehe wieder nach oben an Deck. Oh, bitte verzeiht, gute Frau, dass es so lange gedauert hat. Ich entschuldige mich wirklich. Und dann erstmal eine tiefe Verbeugung gegenüber. Und dann reicht ihr quasi wie so einer, in Anführungszeichen, Göttin nach oben die Dukaten auf den Händen, während ich mich immer noch verneige. Ja, einer der Seesoldaten tritt nach vorne, hat so eine große Schüssel aus Holz dann dabei, wo du dann die Sachen reingleiten lassen kannst. Er wird kurz nachzählen, der Seesoldat. Du siehst auch, wie er kurz überrascht grinst, nickt ihr zu und murmelt dann irgendwas von, also du kannst es nur ganz leise hören, 54. Geht dann wieder einen Schritt zurück. Ich höre, dass er 54, da kann ich mit Rechnen 3 einschätzen, dass du hörst, dass 50. Ja, natürlich kannst du das einschätzen.
okay, Entschuldigung. Möchtest du in den Teller hineingreifen und nein, hier... Nein, ich gucke sie dann okay. an und sage, dafür, dass ich sie dann gebraucht habe, tut mir wirklich, wirklich leid. Die Zeit ist sicher kostbar. Selbstverständlich ist sie das und unsere Piratenjagd ist ein sehr wichtiges Gut. Dem Jona würde es nicht gut heißen, wenn wir zu wenig bekommen. Nun, wie gesagt, wir wünschen euch ein angenehmes Wetter und eine gute Weiterreise. Euch ebenso, wobei ihr ja nicht unbedingt zu reisen scheint.